Hallo, liebe Forstgemeinde, wir sind zurück im Wäldchen und ich habe mich mal in unser tolles Haus gemacht, damit ich hier sicher bin, weil es gab wieder ein Update. Wir haben heute den 24.10., den Samstag, und es geht wie gewohnt weiter in unserem Zweitagesrhythmus hier. Eigentlich hatte ich ja erzählt, am 23. wäre auch noch eine Folge gekommen, aber das Update hat sich leider verschoben, deswegen. Aber das macht ja dann nichts. Ist jetzt ja eigentlich, dann gibt es keine extra Folge, dann ist jetzt eine ganz normale Folge da. So, ich habe mir die Sachen mal ein bisschen rausgeschrieben und das Wichtigste. Also, okay. Ich fange mal an. Ich fange mal hinten an, so. Beim technischen, grafischen, soundmäßigen. Meeresshader benötigen 30% weniger Leistung. Ist auch gut, wenn es immer verbessert wird. Es gibt eine neue, voll verzögerte Version des Hautshaders. Dann gibt es neue Einstellungen für die Wasserqualität. Ist aber nicht, was die Wellen angeht, sondern wie gut das Wasser allgemein aussieht. Aber wir haben sowieso die höchsten Einstellungen. Ja, wenn man 32-Bit-Systeme hat, dann gibt es nur das flache Wasser. Und der Bildspeicherverbrauch für Wellen ist auch gesenkt. Dann Brennungsläufe für Teiche sind kombiniert, damit der Speicherverbrauch gesenkt wird. Sowas finde ich immer gut, wenn es um Leistungen so geht. Abfrage der Distanzbilder ist optimiert. Grasplatzierungssystem wurde optimiert, denn die Landschaftshöhe wird direkt abgefragt. Ist alles immer systemschonend. Dann gibt es neue Sounds, so beim Graben im Garten. Dazu kommen wir auch noch. Getroffene Flugzeugteile mit Waffen, die geben jetzt auch einen Sound ab. Einige Pflanzen und Bäume sind bei unserem komischen Loch da entfernt, weil es vielleicht nicht so gut aussah. Die alte Stiegentextur gegen Seiltextur bei der Blaupause des Baumhauses ausgetauscht. Okay. Ja, dann gibt es verbessertes Shading bei Steinen über manchen Dynamitkisten. Kleine Kieferbäume besitzen auf Weitsicht keinen blauen Rand mehr. Angespültes Holz an Stränden, ja, die sehen jetzt nicht immer gleich aus, liegen da nicht im selben Winkel, also können auch mal anders rumliegen. Einige Objekte, herunterhängende Körperteile, Beine oder Gegnerobjekte glänzen nicht mehr so stark. Ja, das bei Baumhausen oder Plattformen angebrachte Seil wird nicht mehr vom Seilsymbol überdeckt. Okay. Schwebende Blaupausen, nachdem diese platziert wurden, behoben. Ja, und Fische sind wohl manchmal in der Luft erschienen, soll also nicht mehr vorkommen. Dann zu niedrigen Nebel in manchen Schneegebieten behoben. Okay, ist auch ganz nett. Wir sind ja gerade im Schneegebiet. Da gibt es auch noch einiges Neues. Einige falsch angeordnete und fliegende Felsen sind ja behoben. Abstände zwischen Landschaft und Klippenfelsen, andere Fehler auf den Inseln behoben. Wird fleißig gearbeitet. Auch Anpassung an Landschaft und Details um den Kannibalensee vorgenommen. Das ist, glaube ich, der eine, das ist der Gänsesee, das müsste der andere See sein. Wo auch so ein Haus von denen steht. Ja, Baumhäuser und Plattformen platzieren das Seil automatisch über den Boden wie anzubauende Seile. Dann gibt es einen neuen Materialshader, der zurzeit im großen Loch eingesetzt wird. Ja. Höhle 1 ist der Eingang, verbessertes Aussehen, verbesserte Steintexturen und fließendes Wasser auf bestimmten Höhlenwänden sind behoben. Denn auch in Höhlen gibt es ja manchmal diese blauen Kübel und alte abgetrennte Arme kann man nun bewegen. Auch verbrannte und Arme und Beine allgemein auf der Insel können sich bewegen lassen. Schatten kommt gerade hier so. Ja, der Bereich mit Luft unter Wasser in Höhle 8 ist behoben. Podest in Höhle 8 ist tiefer gesetzt, damit man es besser erkennen kann, was drauf liegt. Mineralwände in Höhle 5 beim Schwimmen verbaut und mit Objekten ausgestattet. Und es gibt zusätzliche Höhlenleichen im Todesraum. Ach nee, die wurden entfernt in Höhle 2, okay. Und Wände in Höhle 2 sind nochmal neu berechnet und Kollisionsabfrage verbessert.
Das Loch nahe Eingang und Höhle 2 gestopft. Ist das das Kann ist die Kannibalenhöhle? Müsste eigentlich. Aber es gibt ja immer verschiedene Eingänge. In Höhle 10 gibt es jetzt zusätzliche Objekte. Ja. Anzahl von Körperteilen in Höhlen sind verringert. Aussehen und Animationen von dem Molotow-Cocktail und Pfeil verbessert. Und das Brennen, verbessertes Aussehen beim Molotow-Cocktail. Ja, verbesserte Garten- und Drecktextur. Oh Mann, meine Sprachprobleme. Ich glaube, ich bin auch so leicht erkältet. Seit einigen Tagen kränkel ich so ein bisschen, so leicht. Habe auch ein Kaugummi jetzt im Mund, also sorry dafür. Da gibt es ja neue Texturen und Modell für Timmy beim Flugzeugabsturz. Okay. Einige alte Koffer von der Insel entfernt. Ja, wir gucken gleich mal alles weitere. So. Jetzt zum Gameplay. Wird schon interessanter. Wasserfälle mit benutzen können. Also da kann man jetzt benutzen. Das Wasser. Und die gehen auch ins Meer über. Scheinbar kannst du dir Wasser holen da. Und wenn man vom Hai angegriffen wird, gibt es jetzt einen Sound. Ja, die Molotow-Brenndauer ist verringert. Regenaufkommen ist das auch um die Hälfte weniger. Es gibt auch ein bisschen weniger Tiere auf der Insel. Und Holzkisten sind jetzt zerstörbar. Und es gab einen Fehler, wenn man auf Dynamitkisten schlug und dann kamen unendlich Blätter raus. Gibt es also nicht mehr. Und einige Bretter in Höhlen waren unzerstörbar. Also man kann wohl alle jetzt zerstören. Und wenn man jetzt mit Fische aufspießt, mit einem Speer, sollen die nicht mehr verschwinden, wenn man damit rumläuft. Aber gut, ich will die jetzt ja auch schnell in die Tasche haben, im Rucksack, ne? Und wenn man das Floß hat, da kann man jetzt auch kochen drauf. Und wenn man es lädt, dann soll es auch ganz normal funktionieren. Einmal funktioniert es bei uns ja, das andere Floß nicht. Und auch wenn man das irgendwie so komisch unter Wasser gebaut hat. Ja, wenn man aus einem Loch steigt, fällt die Spielfigur angeblich nicht mehr nach unten. Wahrscheinlich, wenn man auch Höhle 1 rauskommt oder so, unsere ominöse. Aber wenn man jetzt absteigt, das weiß ich nicht. Ja, in Kalimbalendorf gibt es jetzt wieder Tennisspieler. Der wäre in anderen Höhlen irgendwie gesucht. Flugzeugaxt, da gibt es wieder ordentlich Blut drauf. Ja, manchmal gab es schwarz bleibende untere Bildschirmhälfte, wenn man was geladen hat in Höhlen und vorher da gespeichert hat. Soll also nicht mehr sein. Ja, es gibt beim Garten wurde einiges verbessert. Da kann man jetzt Samen einsetzen und kleine Erdhaufen können gebildet werden. Ja, hier in diesem Schneegebiet gibt es kein Marigold und keine Fahne mehr. Dafür aber Schneehasen. Und wenn man die Stickmarker macht und die Farbe kann man ja ändern, der Stoff ändert sich auch die Farbe. Wenn man in Optionen hier geht und dann wieder Escape drückt, man ändert hier zum Beispiel irgendwas, dann wird es automatisch gespeichert. Beim großen Loch gibt es neue Inhalte, inklusive Gegner, kann aber nur über die tiefste Höhle betreten werden. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Die Höhle 7, die Höhle 10. Mal ein bisschen Licht machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Fallen hat und die zurücksetzen will, dann muss man, glaube ich, E drücken. Ja. Und auch die ganzen Zelte, die hier immer so rumstehen manchmal, da kann es auch drin geschlafen und gespeichert werden. Ja, Höhle 7, Höhle 8 wurde die Gegnerverteilung ein bisschen angepasst. Und Wände nahe Höhle 8 verschoben, um den Vorsprung freizuräumen. Und Gegner bleiben weniger hängen in Höhlen. Ja, und wenn man Feuer macht, ist es einfacher, Feuer zu machen und einfacher zu kochen. Okay, und wenn man beim Floß ist zum Beispiel und fast auf Land läuft, dann kann man natürlich nicht weiter paddeln. Sollte man ja auch nicht. Ja, und der Crafting-Matte. Federn, Zähne und Baumharz sind jetzt kleiner und Zähne sind zentrierter. Und wenn man bei der Metalltür Waffenhalter und Explosivhalter Gegenstände ablegt und man hat dieselben noch im Inventar, dann wählt er diese weiterhin aus und dann kann man immer diese ablegen. Ja, Gegner und Tiere. Es gibt eine, ja,
Sound des Trompetenrüsters wurde verbessert. Und in der Ferne hat er auch einige Sounds. Und der Sound der Mutantenbabys ist verbessert. Es gibt mehr Sounds für den Kuhmutanten. Ja, wenn hinter dir ein Gegner steht oder ein Baum und den kannst du nicht mehr, kann man nicht mehr treffen. Und Höhle 8 können Gegner den Spieler nicht mehr unter Höhle 8 folgen. So, es gibt noch ein paar neue Sachen, aber ich habe schon einiges, hat man ja schon gehört. Neues Modell Steinwand. Es gibt neuen Shader bei Pflanzen und genauere Beleuchtung bei einseitigen Pflanzen. Es gibt einen schneebedeckten schweren Baum. Gelbe Kisten mit Fackeln gibt es jetzt. Neues Objekt, Magazin. Was auch immer das ist und wo auch immer das ist. Schneebedecktes oranges Zelt in Schneegebieten, okay. Und neue Animation, Verbrennungsanimation bei gruseligen Mutanten. Neue Animation, sieh dir den Gegenstand an, was auch immer damit gemeint ist. Und neues Symbol, Samen für den Garten. Da kann man sie jetzt auch mit mehr machen, haben wir schon gehört. Neues Symbol, Farbe wechselt beim Stickmarker. Neue Landschaftsobjekte, schneebedeckte Felsen, leere Baumstämme und altes Holz. Und neues Gegnerverhalten, Feuerkannibalen können Feuerbomben werfen. Okay, es war wieder viel, aber ich habe es ein bisschen kürzer gehalten. Wenn ihr noch weiterlesen wollt, dann im Forus-Forum. Einfach ist in der Kanalinfo auch angegeben. So, ein bisschen was mampfen hier. Die Zähne sollen jetzt zentrierter sein. Das sind ja die Zähne, okay. Baumharz ist kleiner. Sehe ich jetzt aber nicht so. Federn und Zähne. Oh, kommt mir jetzt nicht so viel kleiner vor, na gut. Und was ist mit dem Molotow? Da wollte ich ja auch noch ein bisschen gucken. Ja, den Absturz können wir noch mal ganz kurz gleich machen. Ja, verbessert das Aussehen des Brennstoffes beim Molotow-Cocktail. Genau, angezündete Pfeile und Molotow-Cocktail, alles verbessert hier, genau. Aussehen, Animation. Ja, es sind aber wieder viele, viele Kleinigkeiten. Molotow-Brenndauer ist auch verringert. Okay, wir können ja mal einen anzünden hier. Ah, diese Lunte da, oder sieht auch wieder ein bisschen anders aus. Okay. Nehmen wir mal wieder mal einen Pfeil in die Hand. Kann ich den nicht anzünden? Das ist ein normaler Pfeil. Ach so, okay. Jetzt ist es richtig. So. Aber ich habe eben einen Gegner gehört, ne? Tschüss, Fräulein. Das finde ich mal auch an, unseren gruseligen Fuß hier. Na, ich will jetzt nicht sterben. Aber wir brauchen auch wieder Rüstung bald. Ich trenne mal von ihr ein bisschen was ab. Halt! Im Namen des Gesetzes. Den anderen Arm bitte noch. Den Kopf natürlich. Und den Torso, den baller ich auch mal hier ran. Wenn es denn geht, weil es brennt. Natürlich. Klappt wahrscheinlich dann nicht, ne? Naja.
denke ich mal nicht. Ah, müssen wir das später machen, naja. Genau, hier seht ihr, also ich muss mal eben Licht machen. Hier ist es ja blau und da oben ist es auch blau jetzt. Okay, das ist auch ganz nett. Okay, der Fall sieht jetzt ein bisschen anders aus. Aha. Nö, Bro, können wir ruhig lassen. Okay, es ist wirklich ein bisschen einfacher. Stelle ich auch gerade fest. Das Kochen. Das Anzünden, meine ich. Haben wir nochmal eben so ein Reh hier oder so? Natürlich bald über alle Berge. Aha, sieht auch ganz nett aus. Keine Tiere hier. Tiere sind ein bisschen rarer, seltener halt geworden, ne? Scheinbar. Mal die Schatten der Bäume hier, das ist ganz nett. Jetzt habe ich die ganze Zeit den Brandpfeil, aber es kommt kein Opfer, naja. Kann ich da auch reinschießen? Wow. Ja, passiert nicht viel, naja. Esse ich hier was anderes, klapper hier mir hier was ab. Ein zu viel, na gut. War wohl nicht mehr so gut. So, okay, ein bisschen Heuer machen. Und es ist kalt. Nein, wollte ich nicht zerstören. So, jetzt ist uns nicht mehr so kalt. So, aber wir machen, es ändert sich ja immer ständig. Es gibt ja neues Modell und verbesserte Texturen für Timmy beim Flugzeugabsturz. Dann speichere ich hier. Das machen wir auch immer ganz gerne. Stürzen wir mal wieder ab. Oder habe ich jetzt geladen? Ja, ich habe geladen. So. Das kann man ja jetzt immer machen. Na, ist aber kein großer Unterschied. Sieht nur ein bisschen hässlich aus. Okay, von dem roten Mann wird er wieder entführt, ganz normal. Naja, ändert sich wohl jedes Mal die Szene. Oder irgendwas daran. Aber bin ich immer gerne bereit, das immer zu zeigen.
Aber egal, da kann man ja immer wieder laden. Bequem. So, brennt immer noch. Das andere brennt das nicht? Ne, es brennt nicht. Okay. Aber der eine Torso, der Körper ist weg. Aber kann ich hier wenigstens noch ein bisschen was ranballern? Das wusste ich jetzt nicht, wenn das brennt, dass man das nicht ranmachen kann. Ist aber auch ein bisschen logisch. So. Sieht ja schon schicker aus, unser Freund. Allgemein sieht das hier schick aus. Aha, ein Reh. Kriege ich es? Das ist schnell. Hier ist ein Hase, aber kein Schneehase, oder? Aber ich weiß gar nicht, was ein Schneehase ist. Ist der denn weiß? Vielleicht. Mann, sind die immer alle flink. Das ist ein ganz normaler Hase. Der konzentriert sich gerade. Dachte schon, was macht er denn für ein Geräusch? Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Pfeile, ne? Noch ein paar machen. Nein, was macht er da? Das mit den Pfeilen auszuwählen ist noch ein bisschen. Haben wir gar keine Brandpfeile mehr, so richtig. Aber jetzt schon. So, die Folge ist schon wieder viel zu lang.